Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich präpariere jetzt meine niegelnagelneuen Hausschuhe mit den Einlagen, die mir der Orthopäde verschrieben hat und probiere die erstmal aus. Ob das jetzt überhaupt klappt oder nicht und tada, es klappt. Und jetzt bin ich mit neuen Schuhen ausgestattet und lege jetzt einfach mal los. Dirk hat vorhin eine Waschmaschine angeschmissen. Da sind überwiegend Küchentücher, Handtücher und ein paar Tischdecken. Die ist jetzt fertig und ich hänge die Wäsche auf. Im Fernsehen läuft gerade, was läuft denn da? Nachrichten, glaube ich. Aber eigentlich Winterspiele, ne? Also Skispringen und so weiter, Wintersport. Was Dirk gerade vorhin geguckt hat noch. Aber jetzt ist er erstmal weg aus dem Wohnzimmer, weil ich angekündigt habe, ich habe vor, die Bude zu entweihnachten, sobald ich mit der Wäsche fertig bin. Wenn ich das heute nicht mache, dann darf ich das nächste Woche alleine machen, mit dem Weihnachtszeug wegräumen. Und darauf habe ich nun absolut keine Lust. Und da kommen auch schon meine Männer und Kinder und was auch immer, Mitbewohner, und schleppen mir die ganzen Kisten wieder runter vom Dachboden, in die das ganze Weihnachtszeug dann rein muss. Isabel habe ich auch noch runtergepfiffen, damit sie mir helfen kann und ich nicht alles hier alleine machen muss. Ja, und dann fangen wir auch schon an und schmücken den Baum ab und alles, was da so überall rumhängt und rumsteht. Und am Ende bauen wir dann, oder ich baue den Baum auseinander und das Ganze verschwindet für ein Jahr erstmal, oder fast ein Jahr, 11 Monate, auf dem Dachboden. Ich glaube, das stand jetzt lang genug hier im Wohnzimmer und es darf jetzt ruhig auch mal wieder Normalität einkehren und das ganze Glitzer und Leuchtezeug kann erstmal weg. Das Abräumen, Abschmücken und so weiter hat viel, viel weniger gedauert als Schmücken und draufstellen und so weiter. Raffi ist auch dazu gekommen, der ist ja so ein ganz großer, ne? Und kommt überall gut dran, ohne dass er sich großartig irgendwie strecken muss. Und er darf jetzt an die Sachen dran, die irgendwo oben an der Decke, an den Balken und so weiter hängen, wie Sterne und so alles. Während Isabel und ich uns um den Baum kümmern.
so einfach war das gar nicht, den Baum wieder reinzuprügeln in diese Kiste. Denn beim Auspacken war der ja natürlich richtig schön zusammengelegt, ne, zusammengefaltet. Und wir mussten jeden einzelnen Ast auseinanderfriemeln und so ein bisschen aufplustern. Da an der Fensterscheibe oder von der anderen Seite auf dem Fliegengitter krabbelt einer der Katzen, der Katerchen, nach oben. Ja, aber wir haben es geschafft, oder ich habe es geschafft. Wir haben es in die Kiste reingepackt und es darf jetzt weg. Und natürlich muss es hinterher alles durchgesaugt werden, weil ja, die Tage, wo der Baum stand, hat man da natürlich nicht ganz so gründlich sauber machen können. Das Raclette-Ding steht auch noch da und muss verräumt werden. Ne? Das haben wir ja Silvester benutzt. Also packe ich den Kram in die Kiste und räume hier und da noch ein bisschen auf und um und sauge die ganze untere Etage einmal durch. Hier ist einer Quatschkopf. Der hat mir von unten hier den Staubsauger mit nach oben genommen, damit er parallel zu seiner Schwester auch noch sein Zimmer durchsaugen kann und nicht warten muss. Ja. Und dann kam auch Post gerade geliefert. Raffi hat sich vor ein paar Tagen bei H&M ein paar Pullover bestellt. Die kamen dann, die hat aber gleich nach oben geschleppt. Konnte ich euch gar nicht zeigen. Ja, und jetzt wische ich einfach die ganze untere Etage auch mal durch. Zum großen Teil tatsächlich nur die Laufwege. Da, wo man jetzt irgendwie dran und drunter kommt, ohne groß was wegräumen zu müssen. Für eine richtige gründliche Putzaktion hatte ich heute weder die Zeit noch Lust noch Kraft noch sonst was. Das habe ich erstmal vertagt. Aber da, wo es ging, ne, wo nichts im Wege stand, habe ich einmal den Boden sauber gemacht. Ja, und jetzt schneide ich ein paar Weintrauben. Klingt ein bisschen doof, aber das hat schon einen Sinn. Und welchen erzähle ich euch, wenn ich fertig damit bin. Ich habe nämlich vor, was Leckeres zu machen und dafür benötige ich ein paar Weintrauben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, jetzt etwas näher dran, direkt vor der Kamera. Ich habe euch heute nur ein bisschen durch meinen oder unseren Nachmittag im Schnelldurchlauf mitgenommen.
und habe euch gezeigt, dass wir die Bude jetzt entweihnachtet haben. Ja, ich habe jetzt einfach den Moment, ich sag mal, genutzt, solange alle noch da sind und keine Besuche oder sonst irgendwas hier ist, ne? Flo ist nämlich vorhin weggefahren. Ich glaube, der hat morgen einen Termin oder so und deswegen ist er jetzt nach Hause. Ich denke mal auch, von Freitag bis heute reicht, ne? Urlaub in Jugendherberge Irina zu machen. Ja, und jetzt sind wir nur unter uns, aber nicht mehr lange. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schnapp mir einfach meine Sprösslinge und dann dürfen sie mir erstmal die Kisten von oben runterpulen alle und dann helfen beim Abschmücken alles hier und dann wieder alles wegräumen. Das haben sie auch gemacht. Entschuldigung, hinterher habe ich noch hier, habe ich mein Wasser? Nein, nicht mit. Habe ich hier noch durchgesaugt und durchgewischt. Somit ist das Ganze einmal schon wieder einigermaßen in Ordnung. Jetzt habe ich vorhin erst mal gedacht, sind die krank geworden oder was ist mit meinen Kindern los? Auf einmal putzen die und räumen auf und bringen Müll weg und so weiter, ihre Zimmern. Die wienern gerade ihre Zimmern alle und das Bad oben, ohne dass ich was sagen musste. Habe ich dir noch gefragt, ist mit euch alles okay, ne? So stirnbefühlt und so. Und dann fiel mir ein, ja, die beiden Kleinen, ne, ich sag mal Kleinen, die sind für mich immer noch die Kleinen, auch wenn sie 100 sind, werden sie wahrscheinlich die Kleinen bleiben, erwarten Besuch. Beide. Und zwar für beide so, kann man sagen, eigentlich für sogar die drei, die jetzt im Sommer, ja, Christian, Isabelle und Raphael waren ja im Sommer im Urlaub ohne uns an der Ostsee und haben da ein Mädchen kennengelernt. Und Rafi war jetzt Ende des Jahres, November glaube ich, bei ihr in Hessen irgendwo. Und jetzt kommt sie hierher. Ich glaube für 2 Nächte, 2 Tage, also so irgendwie, ich glaube von 4. bis 6. irgendwie so oft. Weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Auf jeden Fall kommt sie hierher für ein paar Tage. Ist ja auch klar, dass sie nicht für ein paar Stunden nur kommt. Es lohnt sich ja nicht, ne, wenn man so einen weiten Weg auf sich nimmt. Und Isabel war jetzt im Dezember mit 2 Freundinnen im Kino, wisst ihr noch, habe ich ja erzählt. Haben sie Vorpremiere von Aquaman geguckt. Und da hat sie bei den Freundinnen erheblichen Wissensmangel festgestellt, was bestimmte Filme und so weiter angeht. Ne, so richtige Lücken. Ne, die haben das noch nie geguckt, das noch nie geguckt. Und dem will sie jetzt abhelfen. Also kommen die hierher, beide Freundinnen, übernachten dann logischerweise auch hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob nur eine Nacht oder ob sie länger bleiben. Und gucken Filme. Genau. Und das ist ja klar, dass man dann einigermaßen die Buden ordentlich haben will. Und genau, also ich habe das überhaupt irgendwie nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber dann, als ich gesehen habe, wie die hier rennen und Müll rausbringen und ihre Zimmer aufräumen und mit Staubsauger, auf einmal war hier unten auch kein Staubsauger mehr, obwohl sie oben einen haben. Ach ja, genau. So sieht's aus gerade. Also langweilig wird's bei uns nicht. Deswegen war das heute auch ganz gut, dass ich das heute gemacht habe mit dem Weihnachten. Sonst, wenn hier Besuch ist, kann ich lange warten. Ne, dann kannst du rufen und fragen, die sind dann beschäftigt. Das ist ja auch klar. Ne? So, wieso stehe ich jetzt hier? Ich muss heute gar nicht kochen. Wir haben noch genug Eintopf von gestern. Der war übrigens richtig, richtig lecker. Den mache ich einfach nur warm. Nachher, ja, bald. Und fertig. Mir vielleicht ein Scheibchen Brot dazu und so weiter. Und dann passt das schon. Aber ich möchte Nachtisch machen. Mir ist irgendwie nach Nachtisch und ich habe dafür jetzt gerade schon ein paar Weintrauben. Die Weintrauben müssen eigentlich auch unbedingt verbraucht werden. Deswegen dachte ich mir, passt das ganz gut. Ich habe Weintrauben, das sind rote Kernlose, ein bisschen kleiner gemacht, damit man die einfach besser, naja, löffeln kann. Dann habe ich für meinen Spekulatiuskuchen für Weihnachten Spekulatius gekauft und mir sind ja damals 2 Packungen
runtergefallen und die ganzen Spekulatius kaputt gegangen. Und für den Kuchen habe ich ja aber nur ganze gebraucht, ne? Und jetzt stehen diese kaputten Spekulatius in der Vorratskammer und ich dachte mir, verwenden wir die jetzt einfach mal für Nachtisch. Es wird ein, so kann man sagen, eigentlich Schichtdessert sein mit Quark, Weintrauben und Spekulatius. Sowas Ähnliches habe ich vor längere Zeit schon gemacht. Kann man auch alle anderen Früchte nehmen, die man da hat. Ich sag mal Mandarinen, Pfirsiche, Erdbeeren und so weiter. Bei mir sind es gerade nun mal Weintrauben. Genau. Und das mache ich jetzt einfach mal schnell, stelle es im Kühlschrank und dann können wir das beim Abendessen und auch wenn Besuch morgen ist, sind ja alles Mädchen, was kommen, die sind ja so meistens so Naschkatzen, können sie gerne auch Nachtisch schlabbern. So, für den Nachtisch nehme ich einfach mal jetzt Quark. Ich habe leider keine gekühlte Sahne. Ich überlege gerade, ob ich die überhaupt nehme. Aber auf jeden Fall Quark, es ist jetzt Magerquark. Ne? Also ich habe, es wird eigentlich so ein ziemlich gesunder Nachtisch, würde ich behaupten, weil Quark empfinde ich als gesund. Joghurt nehme ich einfach mal, Joghurt pur. Dann wird die ganze Geschichte ein bisschen cremiger. Und dann schneide ich jetzt das Päckchen auf und ich werde die Sahne einfach nicht aufschlagen. Warme Sahne kriegst du nicht wirklich aufgeschlagen. Ich gebe jetzt einfach ein bisschen was von der Sahne hier direkt rein. So ein halbes Päckchen, Entschuldigung. So, dann benötigen wir Zucker, logischerweise ein paar Esslöffel. Ich nehme jetzt mal 3,5 und wenn ich das verrührt habe, dann probiere ich die ganze Geschichte. Man kann ja immer noch nachsüßen. Und dann habe ich von Just Spice hier so einen Berry Joghurt Spice. Und davon nehme ich einfach auch ein bisschen was rein. Oh, das riecht richtig lecker. Ich habe das schon ein paar Mal benutzt, also das ist wirklich eine leckere Geschichte. Ja, reicht das vielleicht? Weiß ich jetzt nicht. Hier sind alles nur natürliche Zutaten. Wir haben 89% Beerenpulvermischung. Himbeere, Blaubeere, Erdbeere, Acaibeere. Dann Minze, Zitronenschale und Vanillepulver. Also keine Zusätze, kein Zucker oder sonst irgendwas. Komplett nur natürliche Zutaten. Also mit meinem Rabattcode könnt ihr immer noch natürlich bestellen. Und es gibt ein Gewürz in Originalgröße gratis. Mir fällt jetzt nicht mehr ein, welches habe ich denn jetzt. Hähnchengewürz habe ich umgeändert. Habe ich da jetzt Bolognese-Mix oder Gulasch? Muss ich nachgucken. Aber auf jeden Fall, wenn ihr bestellt mit meinem Rabattcode, dann könnt ihr das auch sehen, welches Gewürz. So, jetzt verrühre ich die ganze Geschichte einfach mal. Probieren, ob genug Zucker drin ist. Ein kleines bisschen kann man tatsächlich noch reingeben, aber nicht zu viel. Die Spekulatius, die sind ja auch süß, aber die Weintrauben sind etwas säuerlicher bei mir. So, das ist jetzt die fertige Mischung. Jetzt geht es den Keksen an den Kragen und zwar werden die einfach nur zerkrümelt. Entweder mit irgendwie, keine Ahnung, so einem Mixer, ne? Es gibt ja solche so zerkleinere, oder mit den Händen, oder man gibt das Ganze in einen Beutel, hätte ich vielleicht lieber machen sollen, und mit Nudelholz.
So, ich habe jetzt die Kekse zerkrümelt. Ich will die aber jetzt nicht zu Mehl verarbeiten. Ne? Also die müssen schon ein bisschen Struktur noch haben. Deswegen passt es tatsächlich ganz gut. Ja, und jetzt wird einfach nur geschichtet, was von der Quarkmasse als erstes auf den Boden. Dann einfach mal ein paar Kekse und Weintrauben. Und dann wieder Quark. Wieder Kekse. Die restlichen Weintrauben. Och, passt perfekt tatsächlich. Und obendrauf den restlichen Quark. Und die werde ich jetzt doch noch zu Mehl verarbeiten und dann oben drauf geben. So, und jetzt streue ich dieses Spekulatiusmehl einfach drüber. Oder man nimmt Schokolade. Einfach geraspelte Schokolade. Schmeckt auch super. So. Tada. Das sieht richtig lecker aus, finde ich. Guckt mal. Man kann richtig gut die einzelnen Schichten sehen. Und jetzt wandert das Ganze einfach mal in den Kühlschrank, bis wir es brauchen. Man kann, ich denke mal, auch andere Kekse benutzen. Auch ich kann mir gut vorstellen, dass mit Gewürzspekulatius das noch besser schmeckt. Oder eben auch mit ganz normalen Butterplätzchen, die man selber gebacken hat. Denke ich. Würde auch bestimmt ganz gut sein. Ich habe das jetzt mit Spekulatius, mit gekauften gemacht. Und freue mich ehrlich gesagt schon seit gestern eigentlich. Ich wollte das gestern schon machen, habe das aber nicht mehr geschafft irgendwie. Genau, habe ich das jetzt heute gemacht. Ja, und jetzt stelle ich das in den Kühlschrank und gucke, was ich als nächstes mache. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall später wieder. Entweder nehme ich euch mit, was auch immer ich jetzt noch erledigen werde, oder ich erledige heute gar nichts mehr und wir sehen uns einfach noch kurz im Arbeitszimmer. Aber auf jeden Fall bis später. So, ihr Lieben, wir haben jetzt kurz nach 8. Wir haben schon gegessen. Der Nachtisch ist mega lecker. Der Geschirrspüler läuft auch schon. Ich habe euch jetzt nicht weiter mitgenommen. Ich musste noch ein bisschen was arbeiten. Das seht ihr irgendwann mal, wenn es soweit ist. War wegen einer Kooperation und so. Ja, deswegen war das jetzt auch das Video von heute, ne? Das Haus und Weihnachten, obwohl draußen kann man sehen, Moment, da oben sind immer noch Lichter. Draußen haben wir noch gelassen, mal sehen, wann die Männer das jetzt wegmachen. Aber im Haus ist nichts mehr irgendwie, was groß an Weihnachten erinnert, außer da jetzt noch ein paar Dosen mit Keksen. Aber ich denke mal, die werden auch bald alle sein. Also viele habe ich ja letztes Jahr gar nicht gebacken gehabt. Ja, für heute war es das. Morgen kommt Besuch zu meinen Kindern. Ich habe das gerade nochmal erfragt, wie sind die Pläne so genau. Das Mädel, was wir im Urlaub kennengelernt haben, kommt morgen. Bleibt bis Samstagabend, dann fährt sie weg. Die planen hier irgendwas zusammen, alle Kinder Schlittschuhlaufen fahren und noch irgendwas. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Die sind ja groß, die planen das Ganze auch ohne mich schon mehr oder weniger.
und Isabels Freundinnen kommen, um Filme zu gucken am Wochenende. So sieht's aus. Und ich mache gar keine Pläne. Werden wir sehen, was ich morgen mache, was ich alles erledigt kriege. Heute war wirklich das Wichtigste, eben die ganzen Sachen wegzuräumen und ein bisschen sauber zu machen. Und das habe ich geschafft. Schon wieder nur die Klappe aufreißen. Ey, das geht gar nicht mehr. Bin so müde gerade wieder. Es gibt so Momente, wo man auf einmal so zack und schlagartig müde ist. Warum auch immer. Ja. Deswegen beende ich jetzt einfach mal dieses Video und werde es auch für euch fertig schneiden und nebenbei im Fernsehen gucken. Genau. Und morgen sehen wir weiter, was der Tag so bringt, was wir alles hier machen, was ich koche und so weiter. Dann nehme ich euch einfach mal mit. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, ihr Lieben, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.